dann wollen wir doch mal. Mond 130 bis... The rest of the team's out dusting the landing pad. And Dr. Volkova's apparently deep into her biocultivation duties. So, I guess that means you have the base all to yourself. And where are you? Once more, I venture into the great unknown. On duty at the satellite dish. And currently communicating, which is technically my job. Kind of. Finde ich gut. Er erinnert mich ein bisschen, also eigentlich gibt es keine Relation, aber ich musste gerade an Joker denken aus Mass Effect. Mond 130 bis minus 160. Mars minus 63. Okay, dann vielleicht doch auf dem Mars? Hm. Sonne, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto. Aber Pluto ist doch gar kein Planet mehr. In meinem Herzen schon. Haben wir eine Karte? Wir haben keine Karte. Oh, der ist jetzt offen. Da gehen wir mal hin. Das können wir jetzt lesen. Ah, okay. Als Mitglied des Invictus-Teams und Mitarbeiter von Manticore Orochi sind sie verpflichtet, sich an gewisse Sicherheitsprotokolle zu halten. Alle Orochi-Einrichtungen, diese Mars-Basis eingeschlossen, sind nach Sicherheitsfreigaben sektioniert. Nicht jeder Mitarbeiter hat Zugang zu allen Sektoren. Ihre ID-Karte enthält eine Ziffer, die ihre Sicherheitsfreigabe angibt. Sie benötigen ihre ID-Karte, um im Rahmen ihrer Sicherheitsfreigabe auf Türen, Sektoren und Computer zuzugreifen. Versuchen Sie nicht, Bereiche oder Ausrüstung oberhalb Ihrer Sicherheitsfreigabe zu nutzen. Fordern Sie andere Mitglieder des Teams nicht auf, Ihren Zugriff mit Ihrer Sicherheitsfreigabe zu gewähren. Gewähren Sie den Teammitgliedern mit niedrigerer Freigabestufe keinen Zugang zu Bereichen und Geräten außerhalb Ihrer Sicherheitsfreigabe. Melden Sie Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen das Sicherheitsprotokoll umgehend in victus-security@orochigroup.com. Aufgrund der Natur der Arbeit von Manticore und Orochi wurden diese Protokolle etabliert, um sie von katastrophalen Unfällen und deren Folgen zu schützen. Bei Fragen zu ihrer Freigabe oder bla blub 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 blub. Okay. Wissen wir Bescheid. Pluto bleibt für mich immer ein Planet. Pluto wurde aus dem Team Planet verstoßen. Rote Karte für Pluto. Ich dachte gerade, das wäre Blut. What the hell? Hey. What's up with the lights? Yeah, getting some odd spikes in power as the batteries kick in. Hey, you just hang tight while I do your job for you, okay? No, have a coffee. No, really, take a load off. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ein Gymnastikball, ich will damit spielen. Wie cool. Matryoshkas. Keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ganz viele... Sind das Bücher? Studio 29. Funny Stories. Haha. Homecoming. 24 Hours to Live. Fantastic. Winterstone. Ich kenne kein einziges davon. Kennt das jemand? Sind das echte Bücher? Source Code. Source Code kenne ich einen Film. Aber ich meine, das könnte auch Source Code das Buch sein, weil über Source Code gibt es bestimmt einiges zu schreiben. Run. Oblivion. Ob damit das Spiel gemeint ist? Hm. Bisschen dick für Spielehüllen, ne? Voll krass, dass sie das alles texturiert haben hier. World History. Da ist Schach. Schach spielen. Orochi. Er hat einen Briefkopf von Orochi. Er ist also offiziell. Neue Bilder für ihre ID-Karte zur Freigabe. Commander Wilcox. Management. Sie frisieren ziemlich gut, der Labor. Freigabe erteilt. Aha. Okay. Ich würde so gerne ranzoomen können. Ich kann mich nur hinhocken. Hm? Oh, wie cool. Oh, ein Mond, schätze ich. Und die Sonne. Oder ist das die Erde? Kann das die Erde sein? Nee, die ist viel zu weit weg, oder? Oder? I don't know.
Low on dark roast coffee. No! If you don't get any coffee, blame the witch. The witch? Objekt anbringen. Wir bringen das Objekt der Tasse in die Kaffeemaschine an. An der Kaffeemaschine an. Drücken. Put up this sticky note about the witch. You like my drawing? I made it last night. Do I like poking fun at a shared paranoid delusion while everyone is tired and isolated from human contact on Mars? Okay, killer. Remind me not to talk to you before you've had your coffee. Aufheben. Konsumieren. Boah, der zieht das aber weg, du. Alter Vater. Können wir noch eintrinken? Oh, wir können noch eintrinken. Und wir haben irgendwie eine Narbe an der Hand. Kann das sein? Das sieht so aus, da rechts unten. Seht ihr das so ein bisschen? Ich drücke nochmal auf die Kaffeetaste. Nur ne, für Wissenschaft und so. Kann man die Hand nochmal sehen. Da sind zwei Ringe. Wie diese Blutringe überall. Alter. 10 Minuten später, Herzinfarkt. Halt, können wir die Tasse wieder nach oben stellen? Nee, aufräumen können wir nicht. Okay. Gut. Ah, unsere Taschenlampe. Can you check your bio gauge and see if your daily objectives have been updated? Copy that. Crap. What's up? I seem to have misplaced my bio gauge. Josie saw it in the lab on her way out. Told me to tell you. Better get it before you do anything else. Speaking of which, that should do it. I fixed the lounge door to the lab. Aha, jetzt können wir rennen. Ob das so gut ist. Schmackhafte Haferflocken. Savory oatmeal looks good. Konsumier. Das sind Haferflocken? Was sind da noch drin? Oder sind die angefangen zu schimmeln? Haben die angefangen zu schimmeln? Konsumieren. Und die schwarzen. Ich will die schwarzen auch probieren. Und die kleinen braunen da hinten. Ich will alles probieren. Alles aufessen. Ah. Ja gut, dann gehen wir mal ins Labor, würde ich sagen. Research Lab. Living Area. Research Lab. So weird. Deja vu, I think. In? There was a stuck door in the dream I had. It's not important. It's just weird. Nah. You're forgetting the last 3 times something malfunctioned in this over-engineered campsite. Okay, scheint also öfter zu passieren. Ah, Brechstange. An der gleichen Stelle. That is weird. Wir sehen uns wieder um. Umsehen. Wow. Schieben. Now, where is that bio gauge? Dunkel, sehr dunkel. Stimmt, wir sind ja auch irgendwie alleine. Oh, die Tomaten blühen. Voll schön. Ich verabschiede mich mal ins Bett, ihr Lieben. Alles klar. Hab eine gute Nacht, liebe Katze, und schöne Träume. Schön, dass du da warst. Und wir sehen uns dann bestimmt die Woche noch irgendwann. Offline. Greenscreen. Pflanzenwachstum. Pinguine, Meer schwimmen. Aha, aha. Antarktis-Skript, okay.
Ist hier vielleicht irgendwie was gefaked worden? Weil er meinte ja zu seinem Vater auch, dass sie nicht in der Arktis sind. Dass sie da für die Medien auch irgendwas faken mussten. So, ich hätte jetzt aber trotzdem gern mein Messgerät. Das sieht nicht einladend aus. Haben wir hier? Oh, ein Bein. Oh, zwei Beine. Okay. Und eine Hand. Dass die hier einfach alles so liegen lassen. Ja. Da steht was. Nee. Doch nicht. Hier sind auch schon wieder diese zwei Ringe. Liebes Biomessgerät. Bitte kommen Sie jetzt. Ah, das sind auch, glaube ich, hier diese Steine, die wir auch bei uns im Spind haben. Wenn ihr splört. Wenn ihr was seht, schreit. Oder wenn ihr gerne etwas näher sehen wollt. Nee, hier war ich eben. War ich hier eben? Ich glaube, ich war hier eben. Es bewegt sich. Lebt es? Scannen, um Verbindung herzustellen. Ach, hierfür brauchen wir wahrscheinlich auch erst unser Messgerät hier. Ich gehe mal die Treppen hoch. Möglicherweise. Also ehrlich, der gute Kaffee, den lässt man doch nicht einfach so stehen. Ich dachte gerade, hier kann man reinfallen. Ein Bücherregal. Das hier oben scheint so die Pausenplattform zu sein. Und eine Fernbedienung. Aber kein Biomessgerät. Touchstone. Was ist das? Nee, irgendwie. Das sollte doch hier sein, oder? Haben wir irgendwie einen Log oder irgendwas? Nee, nur Einstellung und Steuerung. Das war der Teller der Klofrau. Ah, okay. Dann waren das Ding darauf Münzen. Ich verstehe. Mal ehrlich, bin ich so blind? Das wird hier doch wahrscheinlich irgendwo... Da! Ah! Oh, das ist aber klein. Ist es das? Ich bin unsicher, mit welcher Taste ich das betätige, weil... Ah, okay, ich kann mit der Maus zwischen den Optionen hin und her schalten. Interessant. I think there's a reset button somewhere. Haben wir schon gesehen. I need to find something to fit in there. You're serious. Inventar hinzufügen, immerhin. Declan, I found the bio gauge, but it won't turn on. I need to reset it. Find something small and thin. A pen should work. Hallo, Pen. Sorry, was wird gesucht? Für Abendessen machen? Kein Ding. Was gibt's denn Leckeres bei dir? Wir suchen genau das Ding gerade. Unser Biomessgerät. Wing. Währungssequenz. Got it working. Great. You should be able to reboot the security system now. Gotta work fast. Scan the servers with the bio gauge. Okay. Oh.
Nach links, rechts navigieren. Okay. Nach oben unten navigieren. Und auswählen. Scannen, um dich mit den Sicherheitsservern zu verbinden. Ja, bitte. Nein. Was? Oh. Kein Scan? Wie, kein Scan? Das System gestört. System neu starten. I guess. Ah. Warum? The quake probably knocked the panels out of alignment. This has been an ongoing issue. I'll have to adjust the solar panels manually. Yay! Aber die Frage ist, warum ist das ausgefallen? Wegen den Stürmen? Ruby verhält sich zu Stulle wie Jay zu O-Saft? Maybe? Kann ich das hier irgendwie... Nee. Können wir noch was anschauen? Invictus! Invictus war doch der Bösewicht bei, Final Space? Nein, Quark! Quark! Okay, auch gut. Aber ich verbinde dich eher mit Orangensaft. Aber dann wäre es bei Ruby wahrscheinlich Tee. Ruby verhält sich zu Tee wie Jay zu O-Saft. What is Invictus? Orochi Group is proud to announce unprecedented feat of science and human potential. Welcome to Invictus, Earth's first long-term space station on Mars. Wir sind auf Invictus. Ich verstehe. Ich lese jetzt mal nicht alles vor, sonst sitzen wir übermorgen noch hier. Non-Disclosure Agreement. Ja, bla. Flipping through this monstrosity once was more than enough. Haben wir schon gelesen. Heißt, wir müssen das jetzt irgendwie manuell hier gedingsen tun? Was haben wir denn hier? Zur Solaranlage gehen. Mit dem Meerkat fahren. Okay. Ups. Ich will immer mit Escape rausgehen, aber dann öffne ich das Menü. Dann gehen wir jetzt zur Solaranlage. Schätze ich. Okay, hiermit kann ich immer wieder scannen. Airlock. Airlock klingt richtig. Wir gehen raus. Ich freue mich. Airlock. Auf geht's. Raus hier aus der Bude. Kein Bock mehr. Ausrüsten. Wird der Helm nicht eigentlich zuletzt draufgetan? Oder brauchen wir nur einen Helm? Interagieren. Was? Nee! Ah, hier ist der Anzug. Den wir nicht wollen, weil wir sind viel zu cool, um einen Anzug zu tragen. Fülle mit der Luftbefüllungsmaschine Luft auf. Das klingt nicht gut. Wo ist denn die Sauerstoffanlage? Da! Oh mein Gott! Laut den Handschuhen hat er sie den restlichen Anzug schon an. Das ist wahrscheinlich, ja. Fast im Tutorial gestorben. Wow. Mega cool. Ich finde es nicht so cool, dass wir hier Sauerstoff verlieren, weil so können wir uns nicht so viel umgucken. Können wir springen? Wir können... Ah, mit Leertaste zoomt man ran. Okay.